Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Ich sag erstmal nichts und wir hören uns erstmal das hier drüben an, diesen Tipp, bevor der verschwindet. Hey Wizards! Headmaster Ambrose wants me to tell you about an exciting twist on magic spells. Stop by if you see me while you're out adventuring. Aha. Attention Wizards! The Headmaster says it's time. Attention Wizards! Ah, ich erinnere mich daran, das habe ich schon mal auf dem US-Server gesehen. Ja. So stop and check in whenever you see me. Wizard 101 hat gerade ein Riesen-Update gemacht, bevor ich mich hier einloggen konnte. Und was das alles beinhaltet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das jetzt hier kommt. Und ich muss erstmal hier komplett mein Zeug umstellen, denn ihr seht schon, mein UI ist riesig geworden. Sollte so natürlich nicht sein. Warte mal. UI-Größe. Ne, bitte nicht noch größer. Nee, das ist zu klein. So hatte ich es, glaube ich, immer. Das sollte passen. Das sollte auch passen. Helligkeit ist schon ganz unten. Okay, huch. Ah ja, das sieht schon eher nach dem aus, was wir sonst an Einstellungen hier haben. Wunderbar. Wir gehen jetzt einfach mal gleich zu Schulleiter Ambrose und gucken mal selber, was der für uns hat. Ich glaube, ich weiß, worum es sich da handelt, aber das werden wir gleich sehen. Und bevor wir das aber machen, werfe ich gleich kurz einen Blick in den Kronenladen. Denn hier scheint ja auch einiges neu zu sein. Okay, das sind einfach ein paar Pack-Bundles. Ja, ein paar ist gut. Es sind einige Pack-Bundles, sehe ich gerade. Wir haben aber auch hier noch ein bisschen was Neues. Wir haben hier ein Aktionspaket Zuckerstangen Snowboard mit dem obligatorischen Mega-Futterpaket und dem Snowboard selbst. Dann haben wir dasselbe Ding noch mit einem weiteren Snowboard für 9500 Kronen mit dem normalen. Das Yuletide Morgenpaket, achso, das haben wir schon geöffnet, stimmt. Da haben wir ja unseren Stab her. Dann haben wir ein neues Haustier, eine Eisschollensirene, die sieht sehr cool aus. Gibt eine Eisklinge, also auch nicht schlecht. Wenn man denn wirklich jetzt Eisschule wäre. Der Polaris Express gibt es wieder als dauerhaftes Reittier. Den kennt man ja auch. Campusläufer ist auch am Start. Und jetzt muss ich mal dazu sagen, dass ich eigentlich gerne ein bestimmtes Reittier ausrüsten würde. Was super jetzt gerade in die Zeit reinpasst. Ich glaube, ich finde es aber nicht. Wartet mal, Leute. Ich gehe mal kurz nach Hause und schau mir meine Bank an. Jetzt haben wir ja bald dritten Advent, das heißt, ich kann ja jetzt mal für die nächsten Folgen mich ein bisschen weihnachtlich hier umher bewegen. Und ich habe auf irgendeinem Charakter, hallo? Ach Gott, ey, was ist denn hier schon wieder los? Also irgendwie kommt das Spiel gerade mit dem Update komplett nicht hinterher. Ich habe auf irgendeinem Charakter mein Rentierschlitten rumliegen und den würde ich eigentlich gerne ausrüsten. Ich schau mal kurz bei Balance rein, ob der hier vielleicht irgendwo zu sehen ist. Kürbiskutsche. Aha, da ist er ja. So, den würde ich gerne einmal rüber transferieren und dann können wir den dort benutzen, weil der passt halt gerade ultra gut in die Zeit rein. Ich glaube, das ist schon irgendwie 6 oder 7 Jahre her, als ich mit denen gekauft habe. Also wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit. Da wäre es doch schade, wenn ich ihn jetzt nicht verwenden würde, ne? So, ich hoffe, ich habe Platz in meiner Bank, dass ich das auch hier reinlegen kann. Also es wird heute anscheinend ein bisschen eine entspanntere Folge, wo wir uns das neue Zeug angucken. Ich werde bis zum nächsten Mal gucken, ob ich noch irgendwelche Patchnotes finde. Dann kann ich euch nochmal genauer vorlesen, was jetzt hier anders ist. Rentierschlitten. So. Jetzt wieder zurück zu unserem Feuercharakter, der dieses Mal bitte hoffentlich im Haus drin steht. Also naja, wird er nicht. Jetzt steht er wieder in Karamell. Bitte funktioniere. Ich würde echt gern mein Haus sehen. Danke.
Ja, dann können wir auch gleich diesen sehr besonderen Silvesterstab von der letzten Folge hier ausgerüstet lassen. Das kann, denke ich, nicht schaden. Ach ja, stimmt, hier hinten steht noch meine Trophäensammlung aus dem einen Haus-Dungeon-Stream, wo ich auch das Bild am Ende nochmal gemacht hatte. Schön, schön, schön. Gut, ich bin echt ein bisschen stolz auf mich, dass ich diese Woche ganz gut geschafft habe mit den Videos, weil ich habe wieder sehr viel Stress. Aber es scheint ganz gut zu funktionieren, dass hier trotzdem einigermaßen ein bisschen Pokémon und ein bisschen Wizard kommen kann. Und nächste Woche werden wir in Pokémon ja auch in den zweiten DLC und damit auch den letzten DLC starten. Da freue ich mich auch sehr drauf. Gut, da ist er ja endlich. Der Rentierschlitten. Und den können wir jetzt hier benutzen. Ich finde den so cool. Da haben wir ihn. Ah. Guckt euch dieses Rentier an. Ist das nicht süß? Es ist doch einfach Cuteness Overload. Es sieht so lieb aus. Und Simon Flammenfahrt mit der leuchtenden Laterne in der Hand. Wirklich sehr, sehr cool. Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf nach Wizard City zu Merle Ambrose. Und dann schauen wir mal, was der für uns hat. Ich glaube, es handelt sich dabei um diese Zaubertricks. Das ist ein neues System, sagen wir es mal so. Das ist ähnlich wie diese ganzen Schlossmagier-Sachen, nur dass man das halt auch einfach so einsetzen kann. Also überall, wo man möchte. Dann widmen wir heute mal dieser Folge oder diesem System eine Folge. Ich weiß bloß jetzt gerade gar nicht, wo dieser Typ bitte steht. Also ich glaube nicht, dass wir zu Merle Ambrose selber gehen müssen, sondern zu diesem Typen, der gerade mit uns gesprochen hat. Aber wo der rumsteht, keine Ahnung. Vielleicht hier? Ah ja, hier ist eine Puppe, die geladen werden muss. Das lässt vermuten, dass es sich hier um diesen netten Herrn handelt. Ja, da ist er auch schon. So, PvP und Magiralien müssen wir, glaube ich, nichts weiter zu lernen. Hey, have you heard about Azoth? Maybe you've even found some. I know, it sounds like some sort of eldritch entity that wants to eat your sanity. But it's actually a raw form of magic itself. In olden days, they say magic was different. There were no schools, only this stuff called Azoth. You can still find Primal Azoth as treasure cards when you defeat some bosses. It can be cast like a spell, but the effects are random. There are also ways to transmute Azoth into specialized crafting reagents. These crafting reagents are super useful to guilds. Have you joined a guild yet? If not, oh, stimmt. Das habe ich auch vergessen. Was dieses Azoth ist, weiß ich gerade nicht auswendig. Ich habe mir das alles mal angeguckt, als es auf dem US-Server rauskam, aber das ist halt auch schon wieder eine ganz schöne Weile her. Stimmt, wir können jetzt nämlich Gilden gründen in Wizard 101, was ziemlich cool ist. Das wäre eigentlich auch eine Sache, die man wirklich mal in so einem Stream machen könnte oder generell für die Zuschauer dieses Let's Plays so eine Gilde zu erstellen. Das wäre eigentlich ganz geil. Das Problem ist bloß, dass man das, glaube ich, erst machen kann, wenn man Maximumstufe ist. Und das bin ich gerade mit keinem Charakter. Was ein bisschen blöd ist, aber ja, sollte ja bald der Fall sein, ne? So, und das ist aber jetzt eine Sache, die wir wirklich heute auch mal ausprobieren können. Tricks 101. Hey there, Abner K. Doodle, your friendly special assistant to the headmaster. He tells me you're ready to learn about cantrips. Full disclosure, cantrips are more of a Pigswick Academy thing. But I picked up a little during my exchange semester there. Simply put, cantrips are a field of magic that use energy, not mana, to cast, and are mostly non-combat in nature. Some call them fun magic. Okay, I'm the only one who calls them that. But let's make it a thing, if for no other reason than it really irks Cyberstrake. But I digress. Hört sich nach einem guten Grund an, diese Sachen zu benutzen. The point is, cantrips are magical spells that let wizards do magical wizard stuff that isn't pummeling someone into submission. You following? Yeah, you get it. You know who else gets it? My buddy Hampshire Buttersfield over at Pigswick Academy in Wisteria.
He taught me everything I know about cantrips. Which is admittedly only one spell, but it's a useful one. And now, I'm giving it to you. All right. Ah. You may have noticed a new button on your screen. That opens up your cantrips menu. When you press that button, you'll notice the teleport... Huh. I just realized the owner, since he'll be your primary cantrips instructor and vendor, that's just smart marketing. Genau, wir haben jetzt hier unten diese neue Schaltfläche, Zaubertricks, und hier haben wir alle möglichen Zauber, die wir dann hier auch einfach jetzt in der Welt einsetzen können. Das ist halt so ein Herumgespiele, also so ein Spaß-Feature. Also da kannst du dann sowas machen wie, keine Ahnung, einen Würfel werfen oder dich zu einem bestimmten Ort teleportieren oder solche Sachen halt, ne? Und eigentlich ist es aber ziemlich cool. Und wir werden das gleich mal einsetzen. Ich gucke aber, bevor wir das machen, erstmal kurz in die Arena. Denn ich glaube, dass wir dort theoretisch eine Gilde gründen könnten. Das geht mit Sicherheit jetzt aber noch nicht. Ich schaue mal rein. Ah ja, jetzt sieht es hier nämlich komplett anders aus. Und das ist auch eine Neuerung. Ach Gott, ey, ich hasse sowas ja, ne? So Folgen wie heute, wo ich einfach nur aufnehmen will und dann komplett unvorbereitet in irgendein Update reinstolpere und ich keine Ahnung habe, was hier alles neu dazugekommen ist. Aber das werden wir bis zur nächsten Folge auf jeden Fall noch klären. Die Frage ist, was die Gilden jetzt sind oder wo die sind. Also hier ist wahrscheinlich eher Decathlon, zumindest sieht das so aus. Genau. Das ist jetzt eher nicht das, was wir suchen. Das hier hinten scheint PvP zu sein. Das ist Bestienmond. Cooles Bild übrigens. Und dann wird das hier wohl der Gildenzugang sein, was aber nicht betreten werden kann. Ja, schön. Toll. Die Frage ist, geht das jetzt nur nicht, weil ich nicht Stufe 150 bin, oder wie sieht das jetzt hier aus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Ach Gott, ey. Ja, wahrscheinlich kann ich hier einfach noch nicht rein. Gut, dann ist das halt so. Setzen wir einfach mal den Zaubertrick ein. Ta-ta-ta-ta. Mit neuer Animation. Zack. Ja, können wir natürlich nicht ewig machen, weil irgendwann unsere Energie aufgebraucht sein wird. Aber ich sag mal so, wir brauchen die Energie im Moment sowieso nicht, weil wir weder ein Pet trainieren, noch irgendwie irgendwelches Gärtnern machen. Deswegen können wir es auch dafür benutzen. Und jetzt sind wir hier in Wysteria. Haben wir auch länger nicht mehr gesehen. Außer in den Dungeons, in denen wir waren. What's all this then? A Ravenwood spy here to gather intel on their chief Spiral Cup rivals? Sound the alarm! Guards! Guards! Oh, da ist aber ein Tippfehler. Informationen. Mhm. Just kidding. I asked Abner to send any promising new students my way, so I was expecting someone sooner or later. Let's be about it then. Okay, Tricks 101 haben wir jetzt gemacht. Jetzt haben wir Tricks 102. Let's start by covering the five basic cantrip categories. Teleport, Flourish, Radiance, Ritual and Sigil Support cantrips. Each category offers a little something different from the other. It's important to note that to earn cantrip XP, you must cast a cantrip spell that is the same rank as your current cantrip level. I could go on, but I'm predisposed to kinesthetic learning. So I vote we dispense with the yakety-yak and get to casting cantrips. Sound good? Der Typ ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Egal. Ja, natürlich. If you open your cantrips menu, you'll notice I've given you not one, not two, but three new cantrip spells. You're quite welcome. Just don't go getting accustomed to such charity. Most cantrips cost gold, you know. More about that later. Let's begin by taking a closer look at the two Flourish cantrips I just gifted you. School Spirit and Flip. Seeing as they're Flourish cantrips, the purpose of these spells is to add a splash of magic panache to the world around. For example,
The school spirit cantrip casts a temporary magic. Speaking of self-explanatory, the other floor's cantrip you own is Flip. Bet you can guess what that was. Ist irgendwie schon cool, wie die jetzt hier alle am Zaubern sind. Ui, guckt euch das an. Ich finde es ganz cute gemacht, auch die Animation. Gefällt mir. So, Wachstumstricks ist irgendwie eine sehr interessante Übersetzung. Magische Berührung, Energiepartikel zum Ziel schicken, Schulgeist, Symbol deiner Schule anzeigen und schnipsen. Schnipsen. Machen wir erstmal den Schulgeist. Ta 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 ta. Oh, oh, das sieht sehr cool aus. Ich pack mal das Reittier jetzt wieder weg, damit wir uns das ein bisschen genauer angucken können. Oh, wir haben sogar einen Cooldown für diese Sachen. Interessant. Für 10 Sekunden. Und hier haben wir Schwipsen oder Schnipsen. Hui. Ah, ich mag das. Now that we've covered the floors cantrips, let's finish with my favorite cantrips category, ritual cantrips. Ritual cantrips are cast on special ritual objects to activate them. Let's practice by having both of us use the magic touch cantrip. Was ist das denn? To open this ritual chest. Eine Ritualtruhe. Ist das jetzt Ritual? Ja, magische Berührung. So, jetzt können wir ein Ziel auswählen. Zack. That's that. You officially know how to use cantrips. I have cantrip spells for sale and will have more as speaking of, I cannot wait to tell you about sigil support cantrips. That'll okay. Until then, enjoy using cantrips. Damit haben wir alles gelernt, was wir lernen können, mehr oder weniger. Wir haben jetzt hier eine Trickwerkbank. Ach, da kannst du Goldkarten sozusagen machen. Oh. Hier sind aber auch echt teilweise praktische Sachen dabei, so wie ich das mitbekommen habe. Und wir sehen es ja auch gerade. Zum Beispiel hier, kurz an Feinden vorbeischleichen für 30 Sekunden. Sehr, sehr geil. Man wird praktisch unsichtbar. Angelglück. Oh, das ist ja echt gar nicht so schlecht. Heilungsaura, richtig cool. Heilung und Mana. Hey, das ist ja voll geil. Ich habe irgendwie gerade gar nicht gedacht, dass da so viele praktische Zauber dabei sind. Cool. Genau, dann geht es hier nach zu bestimmten Orten. Das dachte ich mir schon, dass es sowas gibt. Zum Jadepalast, zum Arcanum, zur Basilika, zur Oase, zur Stadtmitte. Cool. Das ist praktisch auch so eine zusätzliche Teleportfunktion, falls die Sachen hier unten gerade auf Cooldown sein sollten und man irgendwo ganz schnell hin will. Was kann er denn noch machen hier? Zauberbuch levitieren. Nehmen wir natürlich mit. Und der hat hier noch ganz, ganz viel. Hier unten ist der Würfel zum Beispiel. Können wir aber erst auf Stufe 2 machen und ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal hier uns schnell leveln, sozusagen. Trickneuling. Um das hier mal zu machen. Also, Zauberbuch levitieren. Haben wir gerade schon bei jemand anderem gesehen. Zatalata. Wusch. Sehr cool. Ja, wir können hier irgendein beliebiges Ziel auswählen. Für unseren Energiepartikel. Oh, der fliegt sogar im Design unserer Schule dorthin. Also in dem Fall jetzt Feuer und explodiert da hinten so ein bisschen. Cool. Ja, das gefällt mir wirklich sehr. Da könnte man bestimmt auch mit der Community zusammen einige coole Sachen machen. Oh, gefällt mir. Schön. Wusch. Ich versuche mal ganz schnell uns hier noch zum nächsten Level zu bringen. Indem ich einfach ein paar Tricks jetzt hier benutze. Ich denke mal, am schnellsten wird das wahrscheinlich gehen, je mehr Energie man dafür verbraucht. Das war auch sehr cool hier. Dieses Symbol. Oh, cool. Sieht mega nice aus. Die Frage ist, können wir denn einen Zauber hier wirken, der nicht auf unserem Rang ist? Nee, können wir nicht. Wir können es gar nicht erstellen. Obwohl wir hier zum Beispiel alles haben, können wir den Zauber uns nicht basteln.
Das beantwortet dann wohl meine Frage. Was ich mich frage, ist bei diesen Truhen zum Beispiel, wie wir sie gerade gesehen haben, ob die einfach irgendwo random rumliegen oder wie man an die rankommt. Das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Aber wir werden mit der Zeit lernen. Wenn ihr natürlich mehr zu diesem Update wisst, was ich jetzt in dieser sehr unvorbereiteten Videoversion hier heute nicht abdecken konnte, dann schreibt es mir natürlich immer gerne in die Kommentare. Ich werde mich aber auf jeden Fall bis morgen dann nochmal informieren, was genau hier alles neu ist. Ich hatte jetzt aber beim besten Willen keine Zeit, mir das alles hier so gesondert anzuschauen. Also das mit den Tricks hier könnte ich echt eine Weile lang machen. Ich finde das echt sehr cool. Und die Energie füllt sich ja auch irgendwann wieder auf, also kann man das schon ab und an mal verwenden. Gerade bei diesen Zaubern, die auch so einen praktischen Nutzen haben, freue ich mich da drauf. So, jetzt sollten wir eigentlich bald ein neues Level erreichen. Das versuche ich mal noch jetzt in dieser Folge zu machen. Ja, fehlt nicht mehr viel. Und dann holen wir uns mal einen Zauber, der vielleicht ganz cool aussieht. Dieses Silvester-Ding hier ständig. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Sektglas. Ja, gut. Ich glaube, nur noch einen Zauber, dann haben wir es. Ja, wir haben ein Abzeichen bekommen. Damit sollten wir die nächste Stufe erreicht haben. Und jetzt gucke ich mal. Ja, wir haben jetzt Stufe 2. Wir haben jetzt hier den Zauber. Schwebe in der Luft zurücklehnen. Regenmacher. Papier. Ah, das ist hier Schere, Stein, Papier kann man hier jetzt spielen. Cool. Kleine Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit für 60 Sekunden. Das ist aber wahrscheinlich nichts, womit man an Gegnern vorbeikommt, sondern einfach nur so ein, ja, so ein visueller Effekt. Und beinahe unsichtbare Spieler sichtbar machen. Cool. Den Würfel können wir leider noch nicht nehmen. Den gibt es erst ab Stufe 3. Und was zur Hölle ist das denn hier? Stufe 6. Ah, das ist der Teleporter. Zusätzliche Teleportmarke setzen. Das ist halt richtig cool, weil damit kannst du zwei verschiedene Teleportpunkte setzen. Einmal mit der normalen Funktion und einmal mit den Tricks. So, komm, testen wir nochmal kurz alles aus. Wir haben jetzt hier Schwebe. Ta-ta-ta-ta. Ja, können wir uns einmal zurücklehnen. Dann haben wir das Regenunwetter. Haben wir gerade auch schon bei der lieben Esme hier neben uns gesehen. So, als nächstes. Ja, Schere, Stein und Papier, da zeige ich jetzt erstmal nur eins davon, damit wir jetzt hier nicht ewig noch rumstehen. Ah, verstehe. Okay, cool, cool, cool. Dasselbe noch mit Schere und Papier natürlich. Und dann haben wir hier die kleine Unsichtbarkeit. Wusch. Tada. Ja, jetzt sind wir unsichtbar. Für 60 Sekunden. Oh, und wir können auch während dieser Zeit und sogar noch eine Minute länger keinen weiteren Zaubertrick benutzen. Okay, das ist interessant. Alles klar, Leute, dann ist die Folge jetzt schon an der Stelle rum. Es war wirklich sehr ruhig heute, aber wenn viel neues Zeug dazugekommen ist, dann muss man natürlich auch ein bisschen testen erstmal. Beim nächsten Mal, wie gesagt, werde ich euch mal vorlesen, was wirklich alles dazugekommen ist mit diesem Update. Und dann gucken wir uns vielleicht nochmal ein paar Sachen davon genauer an. Und ansonsten machen wir dann in Karamell weiter. Das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bitte schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr Interesse hättet an einer Gilde für die Community sozusagen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ich weiß zwar nicht, was man damit alles machen kann, aber schaden kann es, glaube ich, nicht. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer bei meinen Kanalmitgliedern. Vor allem vielen, vielen lieben Dank an Manuel und an Basti. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin.